Herr Wiederkehr, heute steht der Herr Altbürgermeister Michael Häupl hier vor der Untersuchungskommission. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Versäumnisse? Der Bürgermeister Häupl ist als langjähriger Bürgermeister letztverantwortlich für viele Fehlentscheidungen. Das Projekt kostet 500 Millionen Euro mehr, dauert 4 Jahre länger als gedacht. Da muss der Bürgermeister Verantwortung auch dafür übernehmen. Das haben wir heute aber leider vermisst. Jetzt gab es ja schon eine Befragung, jetzt ist gerade die Pause. Wie hat sich Herr Michael Häupl hier präsentiert aus Ihrer Sicht? Ja, er hat sich die weiße Weste angezogen. Er möchte für kaum etwas auch die politische Verantwortung übernehmen. Leider, weil wir sehen ein Desaster bei diesem Projekt und niemand ist verantwortlich. Weder die damalige Stadträtin Wessely noch der Bürgermeister. Das geht unseres Erachtens nach so nicht. Der Bürgermeister Häupl hat schon die Verantwortung, hier auch klar zu bekennen, dass Fehlentscheidungen geschehen sind. Wir haben heute viel von Vertrauen und von Kontrolle gehört. Wurde vielleicht ein bisschen den Stadträten zu viel vertraut und die Kontrolle ein bisschen zu wenig wahrgenommen? Häupl hat sehr lange zugeschaut bei dem Projekt. Es ist aus dem Ruder gelaufen und er hat weiter zugeschaut, was die Stadträtin Wessely damals auch verbockt hat. Hier hätte er auf jeden Fall früher auch handeln müssen.